Und herzlich willkommen zu Tag Nummer 12, liebe Leute. Herzlich willkommen bei Pokémon Tour M. Ich bin's wieder, euer Stefan. Und heute ist Tür Nummer 12 dran. Und wie ihr schon gesehen habt, heute haben wir ein bisschen größeres Paket. Also, es scheint nicht so, als wären hier nur Booster drin. Ich bin mal gespannt, was wir hier drin haben. Bin mega gespannt sogar. Wir reißen auf und wir haben... Oh, wow, was ist das denn? Oh, eine Figur. Oh, nice. Wir haben eine Pokémon-Sonne, ein Solgaleo. Eine Solgaleo-Figur. Wow. Okay, und drei Booster auch noch. Ein Nacht in Flammen, ein Schimmernde Legenden und ein Evolution-Booster-Pack. Na, ich würde mal sagen, da reißen wir zuerst mal die Figur auf. Auf die bin ich jetzt gespannt. Oh. Okay, zum Zusammenbauen ist da nichts. Aber, oh, Schissel, die sieht ja... Okay, man sieht hier von oben. Aber die sieht ja mal mega nice aus. Guckt euch die mal an. Hier ein Solgaleo, das hier so auf diesem Felsen steht. Ich glaube, die nehmen wir jetzt als Lucky Charm noch immer zusätzlich. Oh Mann, es ist muskulös. Guckt euch das mal an. Das ist echt eine schöne Figur. 2016 Pokémon Nintendo. Stellen wir hier als Lucky Charm hin. Unser Solgaleo, dass wir die jetzt jedes Mal mit dabei haben. Hier oben können wir es hinstellen. Und dann öffnen wir jetzt noch unsere drei Booster Packs. Nach dem Flammen. Ich würde sagen, wir fangen mit Evolution an. Evolution habe ich jetzt gerade im Moment am meisten Bock. Domi meinte mal, er hätte irgendwie einen Trick gehabt, wie man diese Booster schneller aufreißen kann. Aber ich habe schon wieder total vergessen, was für ein Trick das gewesen wäre. Hier haben wir wieder einen Code für euch. Ein XY12 Evolution Code 3 und 2. Und dann starten wir mit einem Magnetilo, ein Glumanda, ein Europ, ein Sterndu, ein Dodu, ein Smorgon, ein Tausch, da haben wir einen Safcon, Reverse Holo Vulpix und die Rare ist ein Yugong. Okay, nichts Besonderes hier. Dann haben wir noch Nacht in Flammen und bestimmt noch einen Legendenbooster. Ich würde sagen Nacht in Flammen. Gehen wir heute mal wieder chronologisch vor, von neu zu alt. Denn neu ist immer besser, wissen wir alle. Barnis älteste Regel, also somit auch die beste. Hier haben wir der Code für euch. Dann haben wir 4 und 2. Und wir starten mit einem Bubongos, ein Raupi. Da haben wir einen Meryl, ein Rihuan, Sankabu, eine Wasserenergiekarte, Vegeta, Schwächenschutz, Porygon 2, ein Elevoltech Reverse Holo, Rare. Und die Rare ist ein Zwirfinst Holo. Auch nicht schlecht. Guck mal, wir haben den Renate gezogen. Oder einen Domi, je nachdem. Wie man es sehen will. Legen wir hier hin. Und dann reißen wir noch das nächste Booster Pack auf. Hier schimmernde Legenden. Der Code hier ist für euch. 4 und 2 machen wir wieder. Letztes Booster Pack. Letztes Glück: ein Bamelin, Plusl, Mizunder, ein Zurokex, Baldurfisch, eine Psychoenergiekarte, eine Ramot, Golgantes, Pokémon-Fänger, eine Super-Anziehungskraft und die Rare ist ein Viridium, die ich schon ungefähr 500 Mal gezogen habe. Aber ist nur Viridium hier drin? Ist hier Kobalium auch drin und Terrakium? Ich glaube nicht. Hätte ich zumindest noch nicht gesehen. Na gut, das war's schon wieder. Aber immerhin mal hier dieses schöne Solgaleo. Schon ziemlich cool, diese Figur. Doch muss ich mir noch einen Platz suchen, wo ich die hinstelle. Aber die gefällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ja gut. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben. Natürlich ansonsten nicht vergessen, 16.12. in vier Tagen ist es soweit. Der große Stream, wo ich und PvP gegeneinander rote und blaue Edition spielen in der Randomized Nuzlocke. Dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Unbedingt meinen Kanal unten in der Beschreibung in der Endkarte ist auch nochmal abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder zum Mittwoch. Und vielleicht haben wir da ein gutes oder wieder ein bisschen mehr Glück. Letztes Mal gestern hatten wir eh genug Glück und vorgestern eigentlich auch. Aber man kann ja nie genug ziehen, ne? Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao.